Was kommt dir in Sinn, wenn du an Tirol denkst? Tirol, das ist eine gute Frage. Das Erste, was mir ins Sinn kommt, das ist die Landschaft. Wenn ich daran denke, an der Früh, der Sonnenaufgänge. Du kannst im Sommer wandern gehen und erlebst den schönsten Sonnenaufgang, den du je gesehen hast. Du stehst am Berg und denkst dir, das hat sich ausgezahlt. Und generell die Berge, wir haben eine Natur, um die uns viel beneiden. Wir haben die brutalsten Berge, die schönsten Seen und Täler und Dörfer. Und auch die Höhlen, was wir noch haben. Einfach viel unberührte Natur. Außerdem denke ich an die Freiheit, die wir haben, vor der Haustür. Du brauchst kein Fitnessstudio. Du gehst aussehen, gehst auf wie auf den Berg. Im Sommer gehst schwimmen, egal ob in einem See oder in einem Schwimmbad. Im Winter gehst Skifahren. Da brauche ich dir nichts verzeihen. Und wenn du auch die Ruhe von oben sehen willst, ist das überhaupt kein Problem. Einfach mit einem Paragleiter aufgehen und dahin geht's. Oder wenn du deine Ruhe brauchst, gehst du in den Wald und genießt einfach die Ruhe und Stille, was wir bei uns haben, in die Ruhe. Einfach unbeschreiblich. Sport ist generell ein wichtiger Teil im Leben von uns Tiroler. Vor oder nach der Arbeit, in der Nacht oder während dem Tag, ganz egal, wir Tiroler machen Sport. Dabei ist nicht einmal so wichtig, was für Art von Sport. Skifahren, Rodeln, Schwimmen, Eislaufen, Wandern, Bergsteigen, Kraxeln. Ganz egal, wichtig ist, wir bewegen uns. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, wenn es um Tirol geht, ist die Tradition. Die wenigsten haben so viele Veranstaltungen im Jahreskreis, wie wir Tiroler haben. Denken wir an den Sommer, die ganzen Festel. Die Dorffeste, die Dorfabende oder alles, was wir sonst noch so haben. Oder im Winter, die Teife und Berchtenläufe. Da laufen die Teufel mit den Runden umeinander und hauen auf die Leute ein. Wunderbar, wir haben es gefällt. An hohem Winter geht es bei uns so zu. Schon wachs. Natürlich finden wir die Tiroler immer wieder einen Grund zum Feiern. Unsere Hauserten, die muss zuerst einmal überleben. Oder wenn die Musik spielt bei so einem Frühjahrskonzert. Sensationell, das passt einfach und da feiern wir auch. Bei Konzerten, wenn wieder einmal so ein DJ, eine Band oder siehst der Sänger bei uns auftritt, da kommen die Leute in Massen und in Strömen zusammen und feiern bis spät in die Nacht oder bis auch zum Sonnenaufgang. Das macht die Ruhe für uns aus. Und was soll ich jetzt sagen, da waren wir wieder da, wo wir zuerst gewesen sind, am Anfang, auf deine Frage, was macht jetzt die Ruhe für dich aus?